Herzlich willkommen, liebe Tri-Community, zu einem neuen Video. Mike und ich haben es sich zur Aufgabe gemacht, die beiden Top-Modelle von Sailfish für euch zu testen. Für mich geht es an den Start mit dem Modell Ultimate IP5, wohingegen Mike die erste Runde mit dem Modell G-Range beginnt. Unsere Aufgabenstellung ist es, die Triathlon-Runde im Ölsee möglichst konstant, aber zügig zu schwimmen. Um Unterschiede zwischen den beiden Modellen beurteilen zu können, werden wir zwei Runden drehen und dazwischen die Anzüge tauschen. Zu den Ergebnissen. Mike ist die erste Runde den G-Range geschwommen und ich den Ultimate IP5. Start und Ziel waren immer außerhalb des Wassers an einem gemeinsamen, festgelegten Punkt. Durch die vier Runden konnten wir eine mittlere Distanz laut GPS-Daten von 795 Meter feststellen. Mikes erste Runde wurde in einer Zeit von 11 Minuten und 0 Sekunden erledigt, wobei meine erste Runde mit 11:45 erwartungsgemäß etwas langsamer war. Danach konnte Mike nach 11:04 und ich nach 11:34 am festgelegten Zielpunkt finishen. Die durchschnittliche Schwimmzeit sowie das dadurch resultierende Schwimmtempo überraschten. Der G-Range konnte im Schnitt mit 1:25 und der Ultimate IP5 mit 1:26 geschwommen werden. Das Ergebnis war sehr interessant, denn wir beide hatten beim IP5 ein besseres Gefühl, vor allem die Schulterfreiheit war deutlich besser als beim G-Range. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich bin gespannt auf eure Erfahrungen und Kommentare. Bis bald, euer Bloxy.